Hallo und willkommen zurück hier beim Food Ninja auf meinem Kanal. Und heute habe ich Knoppers Sommer Edition Erdbeerjoghurt. Ja, das ist ja so ein Phänomen, dass zu den Jahreszeiten immer dann Sondereditionen bekannter Produkte oder Varianten rauskommen. Im Winter kommen immer Wintersorten und im Sommer kommen dann immer irgendwelche Sommersorten. Auch bei den Schokoladen, es gibt ja auch die Rittersport Frühlingssorten oder sowas. Und ja, das liegt einfach daran, Schokolade verkauft sich irgendwie im Winter nicht so gut. Deswegen verschwinden ja auch so Sachen wie Mancherie. Nicht etwa, weil es da keine Kirschen gibt oder so, sondern weil es sich halt nicht verkauft. Oder genauso Ü-Eier sind im Sommer ja auch weg und werden ersetzt durch diese Kinder-Joy-Dinger. Gut, ja, Knoppers mag ich sehr gern. Sommeredition Erdbeerjoghurt ist nicht unbedingt meins, also rein vom Hören her, weil ich auch zum Beispiel nicht so ein Joghurette-Fan bin, was ja auch irgendwie mit so einer Frucht ist. Ja, ansonsten Milchcreme-Filling, Joghurt-Creme-Filling mit Erdbeergeschmack. Gut, aber testen wollte ich es natürlich trotzdem. So. Ja, sieht halt aus wie ein Knoppers, nur eben, dass man hier oben sieht, sieht man schon so eine rosane Creme und noch, ja, so rosane Stückchen. Ich fürchte, das sind so, ja, so komisch, ja, eben wie bei einer Joghurette. Solche komischen Stücke, die dann irgendwie quietschsüß sind, aber ich will jetzt auch nicht zu voreingenommen sein und das lieber mal testen. Ja. So die erste Sekunde denkt man, okay, man beißt in einen Knoppers, was man ja faktisch auch tut, ganz klar. Und dann kommt halt dieser arg künstliche Erdbeergeschmack, der halt, also, ja, ist ja nicht wirklich Erdbeergeschmack, das ist dieser typische künstliche Erdbeergeschmack. Ja, es geht aber, naja gut, jetzt hatte ich gerade einen von diesen komischen Stücken, eigentlich wollte ich sagen, es geht aber, es ist nicht zu süß, es ist nicht, oder es ist nicht so süß, wie ich befürchtet hatte, und tatsächlich hat es ja so eine gewisse Leichtigkeit, schmeckt locker leicht, ja. Ist selbst für mich, der das nicht so mag, eigentlich ganz okay, aber dennoch favorisiere ich immer noch das normale Knoppers. Das ist einfach mehr mein Ding und dieses Ding, dieses Erdbeerzeug ist jetzt, würde ich mir jetzt nicht nochmal kaufen, aber es ist okay. Es ist weder übertrieben süß, noch schmeckt es irgendwie super grausam. Also kann man durchaus mal versuchen. Ja, das war's, mein kleines Review zum Knoppers Erdbeerjoghurt, die Sommeredition. Haut rein, bis bald.